Willkommen zu diesem Video. Heute ist das letzte Video vom Boot, also wo ich auf dem Boot bin, so rum eher gesagt. Und wir bekommen erstmal 325 Seasmärung. Ich muss halt auch mal schauen, als wenn das Video dann gleich schlagartig abrupt enden sollte, ohne dass ich irgendwie eine Abmoderation oder sonstiges gemacht habe. Dann hat das den Grund, dass der Computer ausgegangen ist, weil der Akku leer ist. Ich habe jetzt noch 22%. Aber da müssen wir gucken. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert. Es wäre schön, wenn ich es schaffe, eine Viertelstunde aufzunehmen. Wenn es passiert, ist das Aufnahmeformat so eingestellt, dass selbst wenn der abstürzt, dann an dieser Stelle die Aufnahmedatei sozusagen erhalten wird, bis dorthin. Weil wenn du in MP4 zum Beispiel aufnehmen würdest, ich weiß ja nicht, wer sich alles damit auskennt, aber wenn man im MP4 aufnimmt, dort wäre das nicht so, dort wäre, sobald ein Fehler dann in der Datei ist, was ja dann sozusagen ist, könntest du die komplette nicht mehr angucken. Also es würde nicht mehr funktionieren, du könntest das komplette Video nicht angucken, es wäre alles weg. Und so ist dann nur, ist alles vorhanden, aber ab dem Zeitpunkt, was ja logisch ist, wenn der Computer aus ist, ist er aus, wäre es dann zu Ende. Wir gucken jetzt mal, wir schicken den Kollegen los. Ich hoffe auch, dass heute dieses Paket noch drin ist. Weil ich wollte eigentlich gestern das Video aufnehmen schon. Da hätte ich das Paket auf Garantie drin gehabt noch. Von der besonderen Woche sozusagen, jetzt, weil ja das Spiel 9 Jahre alt geworden ist. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich kann es euch halt leider nicht sagen. Weil das Problem ist, dass ich gestern nicht aufnehmen konnte, weil wir null Empfang hatten. Null Mobildaten, null sonstiges. Aber es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ich kriege hier einen Verband riesen auf den Alter und das ist wahrscheinlich aus der VIP-Woche. Der ist jetzt nie ganz schlecht, den kann man auf jeden Fall schon mal so mitnehmen. Aber da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, aber mein Bildschirm ist gerade dunkler geworden. Das heißt, ich denke mal, ich bin jetzt noch bei 20%. Gerade war ich noch bei 22, als ich das Video gestartet habe. Schauen wir mal. So, wir können jetzt hier füttern, füttern, füttern und dann kannst du gleich wieder los. Ich kann von denen jetzt noch keinen einsammeln. Okay, dann kann ich den hier nehmen. Wunderbar. Dann haben wir hier noch einmal unsere ganzen Fischsammler, die los können. Der Kollege kann auch wieder los. Dann kannst du wieder los. Und hier haben wir auch noch mal ein bisschen mit dem Eis und allem drum und dran. So, wunderbar. Dann können wir jetzt einmal die losschicken. Wobei, da geht nicht so viel los, weil unser Fischlager schon wieder voll ist. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwo ein bisschen mehr Fisch loswerden. Das wäre also mehr Fisch, ne, aus dem Meer, ne, Doppel-E, ne, logisch. Ne, dass wir halt ein bisschen Lagerplatz noch haben. Das wäre nicht ganz schlecht. Der hier noch. So, dann kannst du einmal los. Den können wir los. Hier kriegen wir nochmal Fisch weg, aber dann ist. Oh ne, jetzt ist das Lager voll. Kannst du ins Training? Ne, du, ne, du. Du! Ne, du bist schon Max. Es sind viele schon Max bei mir, deswegen ist das Problem. Den könnte ich jetzt füttern, okay. Du kannst. Und dann müssen die anderen alle gefüttert werden. Das ist halt das nächste Problem. Dass ich dadurch nicht mal normal trainieren kann. Die sind nur alle Max, die beiden, genau. Du kannst gefüttert werden, brauchst aber halt gar nichts zurzeit, weil du ja halt noch ein sehr geringes Level bist. Ich weiß nicht, ob es sonst sinnvoll wäre, einfach mal den hier. Nee, der war Max. Achso, stimmt, Eisensonne hatte ich alle hochgezogen komplett. Ja, hier, auch Max. Ach, meine Güte, wieso sind hier so viele Max? Ihr müsst alle gefüttert werden, so war das ja ungefähr hier. Nee, du nicht, okay, 13.000 Eisen, wunderbar. Du kannst zweimal gefüttert werden, kannst 14.000 Eisen los. Und du brauchst sehr viel, okay. Wunderbar. Dann kann der Kollege einmal los. So, hier kriegt man einmal 1200 Eisen, das ist nicht ganz schlecht. Dann kann man das hier machen. Da kriegt man nochmal ein Sammlungsstück. Hier gibt es nochmal 825 Millionen Holz. Und dann haben wir nochmal 15 Runen. Wunderbar. So, die sind alle on the way to go. Dann kannst du wieder los, bringst noch mal ein bisschen Eisen. Der Kollege und der hier natürlich auch noch. Sehr gut. Jetzt füttern wir hier. Wir können noch einmal füttern, dann müssen wir erstmal kurz Fisch einsammeln, beziehungsweise können hier unsere Eisen noch kurz mal losschicken. So. Kann ich denn schon? Ich kann noch nicht über die alle Sammelstatue sammeln, ne? Dafür sind viel zu viele noch on the way. Das heißt, ich muss einmal so. Genau, und die alle einzeln losschicken. Dafür lohnt sich halt die alle Sammelstatue gar nicht. Weißt du, es ist halt nicht so, dass einfach das Lager voll gemacht wird, sondern es läuft halt gleich über. Das müssen sie vielleicht noch ändern bei der alle Sammelstatue, dass du halt nur so viel einsammelst, dass dein Lager voll ist, aber nicht mehr.
Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Aber das machen sie vielleicht ja mal irgendwann, wenn sie oben auf die Idee kommen. Ansonsten machen sie es halt nicht. Gut, dann kann der Kollege wieder los. Dann können wir hier noch einmal füttern. Jetzt sammeln wir hier ein. So, gehst du wieder los. Können wir noch mal füttern. Dann haben wir jetzt noch unsere Sturmbringer. Die sind hier. Die können wir nämlich auch noch einsammeln. So. Geh mal wieder hier hin da. Und es laggt ja glücklicherweise fast gar nicht. Jetzt kann ich den füttern, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann jetzt alles einsammeln, oder? Weil ich hatte ja mittlerweile eigentlich so weit, so gut. Ja, endlich. Sehr gut. Dann können wir nochmal füttern. Ich glaube, es reicht jetzt nicht fürs nächste Level. Genau, da fehlt noch einmal füttern. Okay. Dann geht das jetzt nicht. Dann haben wir jetzt aber noch hier hinten einmal Muffel. Du kannst wieder los, da können wir vorher am Glücksrad drehen. Und wir bekommen einmal Eisen. Okay, wunderbar. Nehmen wir das mit, dann zischt wieder ab. So. Dann jetzt der Kollege kann los. Und Abfahrt. Muss ich ein Stück drüber. So, dann kannst du los. Wir können auch gleich mal das Gratispaket öffnen. So, dann, nee, das war nicht das Gratis-Paket. Das hier war das Gratis-Paket. Nehmen wir es einmal mit. Und wir bekommen halt wieder 9 Urinsmagen. Das ist schon mal ganz gut. Wir sind knapp vor den 620. Also wir sind bald wieder bei einem Goldpaket. Nur jetzt gerade noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall demnächst mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie es auf dem Video-Account jetzt aussieht. Ist halt blöd, dass ich jetzt wirklich nicht auf den gekommen bin. Ich verstehe es, aber das ärgert mich halt übelst. Weil da hätte ich jetzt auch theoretisch im Urlaub jeden Tag mal mit dem Handy mich einloggen können und die ganzen Gratispakete öffnen können, damit wir da richtig schön viel Audience machen jetzt haben im Endeffekt. Ja, hat sich das Spiel gedacht, wieso solltest du das tun dürfen? Du darfst das nicht. So. Der Kollege kann wieder los. Dann haben wir hier oben noch einmal den. So, du kannst auch wieder durchstarten. Dann geht es so weiter mit der älteren Wache. Die ist dann hier. So, da haben wir den großen Überwilden Nummer Uno, beziehungsweise auch Dragus Wuschelbeast genannt. Das ist das gute Vieh. So, Eret, Sohn von Eret. Du hast auch noch 5 polierte Bernsteine. Du kannst auch wieder los. Let's go. So, dann gehen wir wieder hier rüber, können dann einmal den Kollegen nochmal einsammeln und Abfahrt mit dir. So, dann haben wir jetzt noch Granatenfeuer und den roten Aufspießer, beziehungsweise Normalaufspießer heißt er ja. Und da haben wir ja dann alle losgeschickt. Ich weiß nicht, gibt es bei denen hier eigentlich einen Bug? Da gab es ja manche Bugs, dass er so richtig weird da stand. So sein Auge einfach so komplett schief und so. Ich weiß jetzt, habe ich mal irgendein Video, müsst ihr mal gucken, falls es euch interessiert. Der war dann immer hier unten, aber nee, das haben sie rausgenommen, würde ich sagen. So, gehen wir wieder ein Stück vor. Und zwar bis hierher. Dann können wir das hier nochmal einsammeln. Dann kann der Kollege wieder los. Dann können wir unsere 4 Reisedrachen wieder losschicken. Fangen wir mit Sturmfell an. Und so, genau, dann haben wir jetzt den Hakenzahn. Da können wir am Glücksrad drehen, aber es gibt nichts Relevantes für uns. Also wenn wir das Ei bekommen vom hier, ja, Zahnmeister wäre ganz gut, aber das kriegt man natürlich nicht. Dann kannst du wieder los. So, einmal sammeln und Abfahrt. So, dann haben wir den Kollegen. Du kannst, hallo, jetzt auch einmal wieder. Nein, da war ich zu schnell. Das hätte ich auf Garantie kaufen sollen, weil 50 Eisen ist halt jetzt echt nichts für uns eigentlich. Na egal, ist eh zu spät. Gehst du wieder los, dann haben wir hier noch den Season Pass. Ja, ich weiß, ich hole mir aber nichts jetzt hier. 2 Tage verbleiben nur noch. Stimmt, ich bin ja schon wieder. Oh, ich komme ja. Also, wenn ihr das Video seht, ist es. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das seht. Aber egal, ich nehme das gerade auf. Und es ist Freitag. Jetzt ist das Ding. Ich komme heute zu Hause an. Also, jetzt bin ich gerade noch in Kroatien. Ich komme heute zu Hause an. Gegen 22 Uhr. Dann von mir aus gesehen morgen habe ich meine Zeugnisausgabe plus Abiball und allem drum und dran. Und übermorgen, 20 Uhr, fahre ich schon wieder nach Kroatien. Es ist, ja,
Ja, genau, das ist ganz schön hin und her. Aber gut. So, wir können hier einmal einsammeln. Gehen wir aufs Kreuz. Dann können wir hier nochmal alle losschicken. Und dann bin ich ganz froh, dass der Computer noch nicht abgeschmiert ist, aber würde an der Stelle auch das Video beenden, da ich nicht weiß, wie lange es noch dauert, bis der Computer abschmiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und ciao, ciao, Leute!